Hi Leute, willkommen zum zweiten Teil der Dokumentationsreihe zu Missing 411. Im ersten Teil haben wir uns den Lebenslauf David Paulides, dem Autor und Entdecker der Missing 411-Fälle, den Ursprung und die Definition bzw. Parameter dieses Phänomens angeschaut, um einen gemeinsamen Ausgangspunkt zu schaffen und nötige Informationen zu liefern, die euch ermöglichen, die Fälle, die im heutigen Video vorgestellt werden, mit geschulteren Augen und Ohren aufzunehmen, zu analysieren und eine fundierte Meinung zu diesen herauszufiltern. Solltet ihr den ersten Teil also noch nicht gesehen haben, dann ist es empfehlenswert, diesen jetzt nachzuholen, um mit uns anderen auf einem Stand zu sein. Klickt einfach jetzt auf das Pop-up oben rechts im Bild. Ich betone hier direkt noch einmal, dass ich die Fälle, die ich heute vorstellen werde, nicht bewerten werde, sondern nur so wiedergeben werde, wie Paulides diese in seinen Büchern niedergeschrieben hat. Die Fälle, die ich heute vorstelle, habe ich nicht wirklich nach einem System ausgewählt, sondern nach dem Zufallsprinzip, da jeder Fall sich ja an den Kriterien zu messen hat, die ich im ersten Video genannt habe. Und weil es nach dem Zufallsprinzip geht, muss ich hoffen, dass die Seite, die mir Zugang zu den Querverweisen bietet, die Zeitungsartikel online gestellt hat, auf die Paulides sich in den Fällen bezieht. Aber da ich meine subjektive Meinung nicht mit einfließen lassen möchte, fällt mir kein anderer Weg ein, wie ich die Fälle sonst hätte auswählen sollen. Worauf ich aber geachtet habe, ist, dass ich Fälle bespreche, die bei anderen YouTubern wie Midnight Mansion, ZooTV, Mythenmetzger und so weiter noch nicht besprochen wurden, sodass ihr nicht immer wieder die gleichen Fälle vor die Nase gesetzt bekommt und ich dahingehend auch noch einen Mehrwert für euch biete. Und jetzt bin ich leiser. Naja, nicht wirklich, weil ich die Fälle ja einspreche, aber ich lasse die Fälle für sich sprechen. Vergesst aber nicht, sie mit eurem Wissen aus dem ersten Video gegenzuprüfen. Und nochmals, ich gebe die Fälle in diesem Video so wieder, wie Paulides sie in den Büchern niedergeschrieben hat. Viel Spaß beim Video. Henry McCabe. Henry McCabe kam ursprünglich aus Liberia, einem Staat an der westafrikanischen Küste. Er war mit einer Frau namens Corinne verheiratet und hatte mit ihr zwei Kinder, mit denen sie in Mounds View, Minnesota lebten. Von Beruf war er Wirtschaftsprüfer für das Finanzministerium von Minnesota. Henry wurde von seinen Kollegen geschätzt und war dafür bekannt, fleißig und immer pünktlich zu sein. Am Sonntag, den 6. September 2015, war die Familie McCabe gemeinsam in Kalifornien und Henry ging mit einem alten Freund aus seinem Heimatland aus. Sein Freund hieß William Kennedy. In einem Artikel der Minnesota Spokesman Recorder vom 30. März 2016 wurde geschrieben, dass Henry McCabe den Club Puflitzky am frühen Morgen des 7. September, bevor der Club geschlossen hat, mit William Kennedy verlassen hat. Sie waren mit dem Auto unterwegs und nach Aussagen William Kennedys ließ er ihn in Freightley an der Super America Tankstelle an der 73rd Avenue raus. Corinne McCabe betonte, sie sei in Kalifornien gewesen und sagte, dass gegen 2.23 Uhr Henrys Nummer auf ihrem Handy auftauchte. Sie nahm den Anruf an und hörte ihn schreien, als wäre er in Not und er sagte, jemand hätte auf ihn geschossen. Das Telefonat wurde abrupt beendet. Henry hinterließ auch noch eine Nachricht auf ihrem Anrufbeantworter. In ihr hört man ein Knurren, an anderen Stellen ein Schreien und an wieder anderen Stellen schreit jemand vor Schmerz. In manchen Teilen der Sprachaufnahme ist es schwierig zu sagen, ob die Geräusche von einem Menschen oder einem Tier kommen. Zu einem Zeitpunkt ist jedoch klar zu verstehen, dass ein Mann "Hör auf" sagt. Es wurde eine Vermisstendatei für Henry bei der Mounds View Police angelegt und sie versuchten herauszufinden, wo er das letzte Mal gesehen wurde. Sie kontaktierten also William Kennedy, welcher sagte, dass Henry an der Tankstelle abgesetzt werden wollte. Kennedy aber nicht wisse warum. Er sagte, Henry habe viel getrunken, aber sei nicht sturzbetrunken gewesen. Die Polizei lokalisierte den letzten Anruf Henrys und fand heraus, welchem Sendemast dieser zugeordnet wurde. Ein Sendemast an der Silver Lake Road, New Brighton, ungefähr 1,6 Kilometer östlich vom Mississippi River. Das Ungewöhnliche am Anruf ist, dass er 8 bis 10 Kilometer von der Tankstelle
wo William ihn abgesetzt hat, lokalisiert wurde. Die Polizei suchte die Gegend ab und versuchte nochmals Henry auf seinem Handy zu erreichen. Aber beides blieb erfolglos. Sie konnten auch mit Spürhunden und Helikoptern nichts finden. Um 16.20 Uhr am 2. November 2015 war ein Kajakfahrer auf dem Rush Lake unterwegs, 1,6 Kilometer südöstlich von dem Punkt, wo sein Handy zuletzt lokalisiert wurde, als sie plötzlich einen Körper leblos im Wasser schwimmen sahen. Die Polizei und Feuerwehr sammelten die aufgeblähte Leiche Henry McCabes ein. Detektive sagten, der Körper hätte keine Anzeichen von Gewalteinwirkung aufgewiesen und wurde in die Autopsie gegeben. Ein paar Tage nach dem Fund gab die Polizei an, dass Henry ertrunken sei. Ein Artikel im Crime Magazine schrieb am 4. November 2015 Folgendes dazu. Suchtrupps sagten, dass sie die Gegend, in der die Leiche gefunden wurde, schon vorher abgesucht haben. Die Polizei hingegen sagte gestern aber, dass das Opfer sich schon längere Zeit im Wasser befand. Der Gerichtsmediziner hat sich weder dazu geäußert, wie lange Henry sich im Wasser befunden hat, noch zum Inhalt seines Magens, woraus man schließen könnte, wie lange er noch nach seiner letzten Mahlzeit am Leben war. Zudem wurde nie veröffentlicht, was Henry getragen hat, als er aufgefunden wurde. Reinhard Kirchner. Reinhard Kirchner war ein 61-jähriger Physiker, der bei einem Kabelhersteller namens GSI Corporation in Darmstadt gearbeitet hat. Er selbst lebte in Mainz und war mit einer Frau namens Christa Wolf zusammen. Reinhard reiste am 1. März 2007 für 6 Wochen in die USA. Am 2. März landete er in Vancouver, British Columbia, und startete seine Reise, die er mit einem Wohnmobil zurücklegen wollte. Am 9. April wollte er einen Zwischenstopp in Las Vegas machen, um dort Christa einzusammeln. Und obwohl er am 20. oder 21. März noch mit ihr gesprochen hatte und sagte, dass alles klappen wird, tauchte er nie auf. Er deutete an, kurz vorher in Page, Arizona gewesen zu sein. Christa nahm sich ein Taxi zum Hotel und versuchte, ihn zu kontaktieren, jedoch erfolglos. Sofort gab sie eine Vermisstenanzeige bei der Las Vegas Metropolitan Police auf. 3 Tage später meldete sich die Navajo Police, die einen verlassenen Truck gefunden haben, der von einem Deutschen gemietet wurde. Dieser stand in der Nähe des Little Colorado Rivers, einem Nebenfluss des Colorado Rivers. Die Türen des Wohnmobils waren verschlossen. Den Zuständigen war schnell klar, dass es sich um das Wohnmobil des vermissten Reinhard Kirchners handelt. Weil es sich um keinen gebürtigen Amerikaner handelte, hatte das Coquino County die Hauptzuständigkeit. Und sie kontaktierten sofort die Kingman Air Rescue, den National Park Service des Grand Canyons und lokale Suchtrupps. Christa Wolf sagte den Zuständigen, zur Person Reinhard Kirchner, dass er schon ein paar Mal in Arizona war und die Gegend sehr gut kannte. Außerdem sei er fit und könne am Tag 20 bis 25 Kilometer zurücklegen. Helikopter, Spür- und Kadaverhunde und mehrere Suchtrupps suchten die gesamte Gegend ab und fanden nichts außer Stiefelabdrücke, die darauf hinwiesen, dass Reinhard eine Wanderung gemacht hat. Die Zuständigen glaubten, er wäre mit einem Tagesrucksack und einer 35mm Kamera unterwegs gewesen. Christa fügte den Vermutungen noch hinzu, dass er normalerweise immer einen Kompass und Karten für die jeweilige Gegend, in der er unterwegs war, dabei hatte und auch fähig war, diese lesen zu können. Die zuständigen Behörden kontaktierten das USFW, US Fish and Wildlife Department, welche wiederum ihre Leute befragten, ob irgendjemand Reinhard Kirchner gesehen hat. Aber auch diese Befragung lief ins Leere. Später wurden sogar noch technische Kletterteams eingesetzt, um die Regionen abzusuchen, an die die normalen Suchtrupps nicht herankamen. Aber auch sie konnten nichts finden. Christa sagte hierzu noch, dass sie nicht glaube, dass Reinhard sich in solch ein Terrain begeben hätte. Eigentlich wollten sie am 18. April noch eine zweite Suche starten. Jedoch sprach das Wetter nicht dafür, da die Winde zu stark für die Helikopter und Hunde gewesen wären. Also sagten sie diese ab und teilten Christa dies mit. Als das Wohnmobil von der Navajo Police gefunden wurde, machten diese viele Bilder, auf denen alltägliche Dinge zu sehen waren. Aber nichts, was aus der Norm lief. Das Einzige, was komisch war, war, dass ein paar Wanderschuhe noch im Truck vorzufinden waren.
Aber das hat nicht unbedingt etwas zu bedeuten, da Reinhard ein erfahrener Wanderer war und der wahrscheinlich mehr als ein Paar Wanderschuhe mit sich hatte. Augenzeugen berichten, dass das Wohnmobil schon mindestens seit dem 1. April an dem Punkt stand, wo es letztendlich gefunden wurde. Was bedeutet, dass Reinhard nicht am 9. April verschwand, sondern wahrscheinlich schon 9 Tage vorher? Im Wohnmobil wurde allerdings noch ein Notizbuch gefunden. Den letzten Eintrag machte er am 31. März. Er schrieb, dass er plane, westlich, Little Colorados, wandern zu wollen. Christa denkt, dass die Wanderroute, die er gehen wollte oder gegangen ist, auch die Wanderroute ist, auf der er verloren ging. Lieutenant Mark Christian schrieb später noch, dass er mit 2 Augenzeugen geredet hat, die das Wohnmobil schon vorher dort stehen sehen haben. Diese sagten ihm, dass sie neben dem Wohnmobil gehalten haben, ausgestiegen sind und mehrere Fußspuren um den Wohnwagen herum gesehen haben. Der Lieutenant fragte sie auch, was sie denken, was mit Reinhard geschehen ist. Sie sagten ihm, dass Gerüchte kursieren, die besagen, dass er von Aliens entführt wurde. Denn zu ungefähr der gleichen Zeit wurde etwas Leuchtendes am Himmel gesehen. Jared Atadero. Alan Atadero war ein Sportlehrer im Jefferson County, Colorado, und Vater von dem 3-jährigen Jared und seiner 6-jährigen Schwester. Alan gehörte das Powder River Resort an der Südgabelung des Powder Rivers im Latimer County, Colorado. Das Resort umfasste ungefähr 80 Quadratkilometer im westlichen Fort Collins und 120 Quadratkilometer im Nordwesten Denvers. Am Wochenende des 1. Oktober 1999 ließ sich eine Gruppe für eine Exkursion im Resort nieder, das Christian Singles Network, eine Art Partnerbörse für Christen. Sie wollten sich Outdoor-Aktivitäten hingeben, bevor der Winter im Land eintraf, und das Resort Allens war leicht zu erreichen. Am Samstag, den 2. Oktober 1999, entschied sich die Gruppe, den Big South Wanderweg zu beschreiten. Ein Weg, der in die Wildnis des Comanche Parks führt. Seine Tochter und sein Sohn waren zu der Zeit auch im Resort, und erstere fragte ihn, ob sie sich der Gruppe anschließen könnte. Alan hatte sie schon einmal mit auf eine Wanderung genommen und wusste, sie kennt die Regeln und wird sich an diese halten, weswegen er sich dazu entschied, sie mit der Gruppe gehen zu lassen. Als sie gerade losgehen wollten, sah Jared sie und bettete seinen Vater an, sich der Gruppe anschließen zu dürfen. Später sagte Alan aus, dass er wusste, dass Jared vorher noch nie den Wanderweg mitgegangen war, aber er ihm seine Bettelei auch nicht abschlagen wollte. Also gab er nach und ließ ihn gehen. Er erinnert sich an das freudige Gesicht, als er und die Gruppe den Parkplatz verließen. Die Gruppe fuhr zu einem Parkplatz in der Nähe des Big South Wanderwegs und gab ein paar Leuten die Verantwortung, auf die Kinder aufzupassen. Schon nach einer kurzen Zeit rannte Jared der Gruppe voraus, versteckte sich in Büschen und erschreckte sie, wenn sie vorbeiliefen. Nachdem sie ungefähr 2,4 Kilometer gewandert sind, fiel jemandem auf, der dafür zuständig war, auf Jared aufzupassen, dass er ihn schon seit 15 bis 25 Minuten nicht mehr gesehen hatte. Das war wahrscheinlich ungefähr zu einem Zeitpunkt, als er wieder einmal voraus und aus dem Blick der Gruppe rannte. Auf der einen Seite des Wanderweges ist der Powder River und auf der anderen Seite steile Steinwände. Es gibt hohe und viele Bäume neben dem Fluss, also gute Gegebenheiten, um sich zu verstecken. Als sie bemerkten, dass Jared verschwunden war, suchten sie die Gegend ab. Einer von ihnen fuhr zurück und teilte Alan mit, dass alles, Zitat, okay ist und auch Jared okay ist. Aber sie konnten ihn nicht finden. Die Behörden wurden alarmiert und so wurde eine große Suchaktion ins Leben gerufen, bei der das Latimer County Sheriff Office, der US Forest Service und andere Institutionen beteiligt waren. Einige Sucher fanden 2 Angler in der Richtung, in die Jared als letztes gegangen ist, und fragten sie, ob sie den Jungen gesehen haben. Sie bejahten die Frage und sagten, dass Jared zu ihnen gekommen ist und sie gefragt hat, ob es in den Wäldern Bären gibt. Die beiden Angler dachten nicht weiter über die Frage nach und sahen auch niemanden anderes in der Nähe des Jungen. Dies ist die letzte bestätigte Sichtung von Jared Atadero. In der Such- und Rettungsaktion war das Latimer County Sheriff's Office die leitende Behörde. Sie setzten Spürhunde ein, welche aber den Geruch und die Spur Jareds nicht aufnehmen konnten. Es wurde sogar ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Dieser stürzte aber ab und verletzte mehrere der 5 Personen an Bord.
Über 70 Menschen, Spürhunde, Helikopter und Flugzeuge suchten nach Jared Atadero. Aber es konnte kein Hinweis auf sein Verschwinden gefunden werden. Zwar wurde kurzzeitig vermutet, dass Fußspuren von ihm gefunden wurden. Diese Fußspuren verliefen neben den Spuren eines Berglöwens. Jedoch stellte sich dieser Fund als nicht dem Fall zugehörig heraus, denn sie entstanden zu einem früheren Zeitpunkt. Nachdem die Sucher die gesamte Gegend abgesucht haben, in der sie den Aufenthaltsort Jareds vermuteten und schlechtes Wetter aufzog, entschieden sie sich dazu, die Suchaktion nicht weiterzuführen. Jareds Vater wollte aber nicht aufgeben und schlug deshalb dem Sheriff's Office vor, das FBI um Hilfe zu bitten. Am 7. Oktober, 5 Tage nach dem Verschwinden Jareds, ließ der Sprecher des Office Folgendes verlauten: Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine Entführung handelt, ist sehr gering, aber nicht gänzlich ausgeschlossen. Das Sheriff's Office wollte eigentlich nicht, dass das FBI den Fall übernimmt, weil sie vermuteten, dass es sich um keine Entführung handelt. Aber auf der anderen Seite schlossen sie eine Entführung auch nicht ganz aus. Sie sagten auch, dass das FBI den Fall Jared Atadero überwacht. Allen war überzeugt, dass sein Sohn entführt wurde, weswegen er einen lokalen Kongressabgeordneten aufsuchte und ihn darum bat, das FBI einzuschalten. Jedoch war das Bureau danach immer noch nicht aktiv involviert. Allen war frustriert, weil das Sheriff's Office darauf beharrte, eine Entführung auszuschließen. Nachdem die offizielle Suche abgeschlossen war, machten sich Freiwillige, nachdem das schlechte Wetter bzw. der Schnee schmolz, sich wieder auf die Suche nach Jared. Die Gegend, wo Jared verschwand, lag auf 2700 Meter Höhe. Jedoch blieb auch diese Suche erfolglos. Erst 4 Jahre später, am 10. Juni 2003, fanden Wanderer Kleidungsteile. Sie kannten den vermissten Fall Jareds, weswegen sie ein paar Teile mitnahmen und ein paar an dem Ort ließen, um diesen wieder lokalisieren zu können. Sie gaben diese dem Sheriff's Office, welche wiederum Ermittler zu dem Fundort schickten. Sie entdeckten eine Hose, die von innen nach außen gestülpt und bei der das linke Hosenbein abgerissen war. Ein paar Tennissocken und eine Pulloverjacke mit Rissen in ihr. Es wurden Fotos von der Kleidung gemacht und Allen gezeigt, damit dieser sie seinem Sohn zuordnen kann. Und er identifizierte sie tatsächlich als die Kleidung, die Jared am Tag seines Verschwindens trug. Die Kleidung wurde ungefähr 200 Meter entfernt vom Big South Wanderweg, an einem extrem steilen Hang gefunden. Den Aussagen des Sheriff's Office zufolge wies die Kleidung keine Spuren von Blut auf. Am 14. Juni machten Ermittler sich erneut auf die Suche nach Jared. Sie fanden ungefähr 50 Meter vom Fundort der Kleidung entfernt den Schädel und Zahn eines Kindes, aber nichts anderes. Um an den Ort des Schädels zu gelangen, mussten sie vorsichtig auf allen Vieren eine steile Neigung hinaufgehen. Um 17.10 Uhr veröffentlichte thedenverchannel.com Folgendes: Zuständige des Sheriff Offices, die in scharfer Kritik dafür standen, den Ort, wo die Kleidung Jareds gefunden wurde, nicht abgesucht zu haben, behaupten, dass der Junge den Hügel alleine nicht hochgekommen wäre. Erwachsene Ermittler mussten auf allen Vieren langsam hinaufgehen, um den Rest der Kleidung des Jungen zu bergen. Zuständige äußerten sich später noch, dass die Tennisschuhe, die 2003 gefunden wurden und somit 4 Winter überdauern mussten, nicht danach aussahen, als wären sie den Wetterbedingungen so lange und so oft ausgesetzt gewesen. Es gab ein Foto in verschiedenen Veröffentlichungen und die Schuhe hatten immer noch teilweise dynamische Farben. Elsie M. Davis. Elsie war eine junge Orgelspielerin in der Kirche Bethels, Maine. Am 30. Juni spielte sie noch in der Messe der besagten Kirche und machte sich danach auf den Weg nach Hause. Sie wohnte in Howhill, einer ländlichen Gegend. Gegen Mittag verschwand sie spurlos. Ihre Eltern suchten nach ihr und Spuren, die sie zurückgelassen haben könnte. Aber sie fanden weder das eine noch das andere. Man geht davon aus, dass sie in den Wald, direkt hinter dem Haus ihrer Familie, gegangen ist. Eine Suche mit über 800 Freiwilligen wurde gestartet. Sie fanden zwar einige Fußabdrücke, aber nichts anderes. Eine Hellseherin aus Portland hat von dem vermissten Fall gehört und machte am Ende des 3. Suchtages eine Voraussage, wie und wo Elsie gefunden wird. Sie würde sich in einem Baum befinden, tief im Wald, und dass Suchtrupps ihren Blick nach oben richten müssten, um sie zu finden.
Die Suche ging weiter und am fünften Tag stieß ein Suchtrupp auf einige Habseligkeiten Elsies. Sie fanden Elsies Strümpfe, Mantel und Schuhe auf dem Boden verstreut. Die Suchenden gingen immer weiter in den Wald hinein, bis sie irgendwann einen Stock brechen hörten. Sie schauten nach oben und sahen in ungefähr 6 Meter Höhe eine spärlich bekleidete Elsie. Doch Elsie reagierte nicht auf Worte oder Laute des Suchtrupps, weswegen einige von ihnen auf den Baum kletterten und sie herunterholten. Elsie Jones sagte nichts und wirkte, als wäre sie durcheinander. Die Nachricht, dass sie gefunden wurde, machte sich breit und der Vater machte sich auf den Weg zu dem Ort, wo sie gefunden wurde. Dennoch schaffte er es, sie auf irgendeine Art zu verstehen und sie legte ihren Kopf an seine Schulter. Ein Artikel vom 2. August 1911 im Lewiston Daily sagte Folgendes zu dem Fall. Als sie wieder zu Hause war, wurde sie direkt ins Bett gebracht. Sie wurde kurz befragt, wie sie in den Wald gekommen ist. Sie konnte sich aber nur an wenig erinnern. Tatsächlich wirkte es so, als wäre ihr Gedächtnis ab dem Zeitpunkt, als sie den Wald betreten hat, ausgelöscht worden. Also 3 Tage von Sonntag bis heute. Miss Davis sagte, sie könne sich noch daran erinnern, wie sie die Kirche Sonntagmorgen verlassen hat. Der Syracuse Morning Herald veröffentlichte am 6. August 1911 auch einen Artikel zu Elsie Davis. Sie schrieben: Miss Elsie Davis wird wahrscheinlich wieder gesund. Dennoch muss sie sich langsam von dem hohen Fieber und Delirium erholen. Kenneth Wanson. Kenneth und seine Mutter besuchten seine Großeltern im ländlichen Colebrook, Connecticut. Sie besaßen eine Farm. Er spielte mit seinem Hund Prince draußen. Als die Familie gemeinsam essen wollte, rief seine Mutter ihn, bekam jedoch keine Antwort. Sie suchten den Garten ab und stellten fest, dass Prince und Kenneth nicht mehr da waren. Sofort alarmierten sie die Polizei, welche eine Suche initiierte. Kenneths Vater machte sich von ihrem Zuhause in Barre, Vermont, auf den Weg zu den Großeltern, um bei der Suche zu helfen. Jedoch fanden sie auch nach 2 Tagen keine Spuren zu seinem Verschwinden. Doch einige Tage später tauchte Prince gegen Mitternacht wieder auf, hungrig und müde, aber auch er gab keinen Hinweis darauf, wo der Junge sich befinden könnte. Sie suchten das gesamte Grundstück der Großeltern ab, welches sehr weitläufig war und aus Sümpfen und Wäldern bestand. Die Theorie, dass Kenneth entführt wurde, machte sich breit, aber es gab keine Beweise oder Spuren, die dafür sprachen. Auch Blut- und Spürhunde konnten nichts finden. Erst 2 Monate später entdeckte ein Jäger die Überreste des Jungen, ungefähr 2 Kilometer entfernt von der Farm der Großeltern. Es gibt nicht viele Details zum Zustand des Leichnams, außer dass er sich schon zersetzt hat. Der Gerichtsmediziner sagte aber, dass er keine gebrochenen Knochen hatte und es keine Anzeichen für eine Einwirkung von Gewalt gab. Viele der Suchenden glaubten nicht, dass Kenneth solch eine Distanz hätte zurücklegen und erst dort an Ort und Stelle an Erschöpfung oder Unterkühlung verstarb. Die Gegend, in der Kenneth gefunden wurde, wurde vorher bei der Suche schon abgesucht. Aber es gab keine Anzeichen auf den Verbleib des Jungen. Seine Großeltern verkauften nach diesem Vorfall die Farm und kehrten niemals zurück. Dayton Weaver. Greenport ist ein kleines Dorf und liegt nordöstlich von Hudson. Es besteht aus vielen kleinen Gewässern, ist abgelegen und kann sehr schnell gefährlich werden. Am 16. September 1890 nahm Mrs. George Weaver ihr 6 Wochen altes Kind mit zu ihrer Nachbarin. Sie verließ das Haus um 7 Uhr morgens und ließ Dayton mit dem Familienhund alleine zu Hause. Sie kam gegen 10 Uhr wieder und konnte weder den Hund noch ihren Sohn finden. Sie suchte überall nach ihnen, konnte sie aber nicht finden. Gegen 8 Uhr abends kam George, ihr Mann, nach Hause und erst dann fragten sie nach weiterer Hilfe bei der Suche nach ihrem vermissten Sohn. Einen Tag später sagte George seinem Chef, dass sein Sohn verschwunden ist. Er stoppte die Arbeit aller Mitarbeiter und initiierte eine Suche. Es fing an, stark zu regnen. Aber die Freiwilligen suchten immer weiter nach dem Jungen. Ein Artikel vom Philadelphia Record schrieb Folgendes dazu: Am Donnerstag hörte es auf zu regnen, aber aus kleinen Gewässern wurden Flüsse. Und als alle Suchenden am Abend nach Hause kehrten, ohne eine Spur gefunden zu haben, glaubten sie, dass der Junge ertrunken ist oder von einer Flut mitgerissen wurde. Es hat also so stark geregnet, dass die Zeitung von einer Flut spricht.
Zwei Jäger hörten von dem Fall und der Belohnung, die auf den Jungen ausgesetzt wurde, $50, und machten sich auf die Suche nach ihm. Sie waren ungefähr 3 Kilometer vom Haus der Weavers entfernt, als sie ihn gegen Nachmittag fanden. Er saß unter einem Baum mit einem kleinen Stein und einer Blechdose und machte Geräusche. Keiner der Suchenden konnte verstehen, wie er 3 Kilometer alleine durch Wälder bei solch einem Regen gehen konnte. Was mit dem Hund passiert ist, weiß man nicht. Das war es auch schon mit dem ersten Teil der Fallsammlung. Nächsten oder übernächsten Sonntag werde ich noch weitere Fälle aufzählen und die Wochen darauf eine kritische Analyse verfassen. Nur damit ihr wisst, wie ich weiter vorgehen werde. Und zum Abschluss betone ich noch einmal, dass die Fälle in diesem Video so wiedergegeben wurden, wie Polides sie niedergeschrieben hat. Falls ihr Anmerkungen oder konstruktive Kritik habt, immer gerne her damit. Ansonsten vielen Dank fürs Zugucken, gute Nacht und bis dann. Ach so, und tut mir wirklich leid, wenn ich die letzten Wochen nicht mehr auf alle Kommentare geantwortet habe. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht zu übel. Aber ich arbeite gerade im Hintergrund an einer relativ großen Sache, die euch auf jeden Fall auch zugutekommen wird. Ich schätze wirklich jeden Kommentar und freue mich wirklich so sehr, dass wir uns hier so eine kleine freundliche Community aufgebaut haben. Danke wirklich für alles. Und jetzt aber wirklich. Danke nochmal fürs Zugucken, gute Nacht und bis dann.